Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und das ist die Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 47 und zwar für die Handelstage vom 19.11. bis 23.11.2018. Wir wollen wie gewohnt auf das Big Picture schauen der Märkte. DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold wollen wichtige Widerstände und Unterstützungen lokalisieren aus der vergangenen Handelswoche, wollen natürlich schauen, was hat der Markt gemacht und vor allem, was könnte er in der kommenden Handelswoche gegebenenfalls tun, welche Widerstände und Unterstützung könnten hier tragende Rollen spielen und vor allem auch, welche Kerntendenzen könnten hier in der kommenden Woche eintreten. Wie gewohnt am Anfang erstmal der Hinweis hier unter dem Video und der Videobeschreibung findet ihr entsprechend die Märkte aufgelistet, dahinter eine Zeitangabe. Wer also hier die DAX und S&P-Analyse vielleicht nicht hören möchte, sondern nur die Euro-US-Dollar-Analyse, der kann dann einfach hier hinter auf diese Zeitangabe klicken und ihr landet direkt im Video an der Stelle, wo ich dann über den Euro US-Dollar spreche oder übers Gold spreche, über den S&P spreche. Also ihr habt hier die Möglichkeit, das dann entsprechend zu tun. Ich würde mich natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefällt. Das ist quasi der Lohn eines YouTubers hier und natürlich sehr, sehr förderlich für den YouTube-Kanal hier von JFD Brokers. Bevor wir durchstarten, der Blick erstmal auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, gegebenenfalls an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Bevor wir auf den DAX schauen, erstmal wieder der Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Was jetzt hier nicht drin steht, am Donnerstag ist Thanksgiving in Amerika, also ein wirklich großer Feiertag. Teilweise haben die Börsen geschlossen. Also zum Ende der Handelswoche kann es durchaus sein, oder nicht kann, sondern fast es wird so sein, dass aus den USA entsprechend keine Indikation großartig kommt. Es somit sein kann, dass eben auch im DAX die Bewegungen eventuell etwas geringer ausfallen. Das werden wir entsprechend in den Livestreams dann auch natürlich berücksichtigen. Das steht jetzt hier nicht drin, aber das ist eben sehr, sehr wichtig zu beachten. Und alles andere, was jetzt hier an Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche rauskommt, sollte für die Märkte gar nicht so großartig nennenswert marktbewegend sein. Wir haben da aus Australien, Japan, England so ein paar Sachen, Eurozone, EZB-Accounts aus Kanada am Freitag eine ganze Menge Zahlen, aber das ist alles nicht kriegsentscheidend. Somit brauchen wir jetzt hier meiner Meinung nach gar nicht großartig drauf eingehen. Bevor wir jetzt auf den DAX starten oder mit dem DAX starten, nochmals der Hinweis. Kommende Handelswoche, 23. bis 24. November, ist ja die WOT in Frankfurt. Und ihr habt hier auf der Website wot.jfdbrokers.com, ich werde diesen Link dann auch unten nochmals in der Videobeschreibung mit einfügen, habt ihr die Möglichkeit, euch für die WOT, wer da natürlich Lust und Laune hat, uns auch dann mit einem Stand von JFD Brokers zu besuchen. Wir haben da wirklich viele, viele Überraschungen bereit für euch. Ihr habt die Möglichkeit, auf dieser Website wot.jfdbrokers.com euch freien Eintritt für die WOT zu sichern. Ihr habt die Möglichkeit, an einem tollen Gewinnspiel teilzunehmen. Also zögert nicht, auf diese Website zu gehen, euch den freien Eintritt zu sichern, quasi wer da Lust und Laune hat, auf die WOT in Frankfurt am Main zu kommen, uns dort zu besuchen und natürlich auch viele, viele andere Aussteller oder beziehungsweise hier an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir blicken auf den DAX und der DAX hat uns in der vergangenen Handelswoche ja teilweise auf gut Deutsch so ein wenig verarscht, wie auch schon in der Handelswoche zuvor. Denn wir haben mehr oder weniger Seitwärtstendenzen. Wir schauen uns das erstmal auf dem großen Bild an. Wir wissen ja, in der Handelswoche zuvor sind wir, Moment, ich schaue mal hier, dass ich ein Viereck draus mache. Also in der vorletzten Handelswoche sind wir ja noch leicht trendend unterwegs gewesen. Wir haben eine verhältnismäßig große Wochenschwankung gehabt, in etwa das hier eingezeichnet. Und dann hatten wir die vorletzte Handelswoche dann in etwa mit dieser Schwankung. Und jetzt hier die letzte Handelswoche mit dieser Schwankung. Also wir sehen, dass die Handelsschwankungen, die Wochenschwankungen generell kleiner werden, dass eben die Tendenzen, ja, im Vergleich zur vorletzten Handelswoche,
Handelswoche. Da ist grundlegend zwar eine Aufwärtstendenz da gewesen. Wir hatten hier den 420er-Bereich da schon als sehr, sehr wichtig angesehen. Da kam dann zweimal erstmal die Reaktion nach unten und dann war dieser Bereich quasi unterstützend. Und dann hatten wir in der vorletzten Handelswoche hier wirklich eine, ja, nervige Seitwärtszone. Und auch in dieser Handelswoche war der Markt grundsätzlich ganz klar zwischen den oder um die Marke von 11.420 schwankend. Und ich fühlte mich schon quasi wie so ein Papagei in den täglichen Livestreams, auch in den Analysen, die ich schreibe, denn man musste quasi jeden Tag den Bereich 11.420 ja auf jeden Fall in Betracht ziehen, teilweise als Widerstand, teilweise als Unterstützung, auch so ein wenig richtungsentscheidend. Grundsätzlich hatten wir in der letzten Analyse gesagt, dass die Abwärtstendenzen wieder vorhanden sein sollten, das dann eben auch unterhalb von 420, beziehungsweise hatten wir noch den Bereich um die Marke 600 hier knapp darüber als richtungsentscheidend angesehen, dass eben darunter auf jeden Fall Abwärtstendenzen auftreten können, mit dem Gedanken, dass wir aber auch, wenn es dann wirklich schwach wird, weiter tiefer fallen können. Und genau das tat der Markt nicht. Der hat dann jeweils die Wochentiefs immer mal wieder kurz unterschritten. Ich hatte in den Livestreams dann auch mehrmals darauf hingewiesen, dass Breakout-Trades durch so markante Punkte aktuell keinen Sinn machen, da der Markt eben auch schon in den vergangenen Handelswochen zeigte, dass er dann eben, wenn er neue Extreme ausbaut, schnell wieder Rebounds zeigt und in diesem Fall dann eben immer wieder Richtung 11.420 zurücklief. Und wir nehmen die Pfeile nochmal raus und zeichnen jetzt nochmal für die vergangene Handelswoche wirklich die Bewegung ein. Wir hatten Montag erstmal Schwäche. Das konnten wir auch relativ gut auf der Abwärtsseite ausnutzen und das Kerngeld in der vergangenen Handelswoche, jetzt nicht zwingend nur im DAX, sondern eben auch im Dow Jones, war hier auf der Abwärtsseite zu verdienen, beziehungsweise habe ich es dann im Endeffekt auf der Abwärtsseite verdient, denn wir hatten immer wieder Schwünge nach unten und wir hatten hier teilweise auch interessante Bewegungen auf der Südseite, die man dann entsprechend auch ausnutzen konnte. Und wir sehen, dass alles hier mehr oder weniger immer wieder um diese Marke von 11.420 sich drehte. Was bedeutet das jetzt für die kommende Handelswoche? Zum einen ist es, denke ich, offensichtlich, dass die Schwankungen wieder so leicht zurückgehen. Also zumindest die Wochenschwankung so leicht im Rückwärtsgang ist. Aber was wir hier unten sehen, ist, dass die Volatilität an sich eigentlich am Steigen ist. Dass hier die Schwankungen wieder zur Vorwoche etwas gestiegen sind, aber nicht der Markt nicht im Trend läuft, sondern seitwärts. Aber die Schwünge, die wurden hier fast Tag für Tag etwas größer. Die Tagesschwankungen waren im Verhältnis zur Vorwoche wieder etwas größer und somit hatte man schon die ein oder andere gute Chance hier dann eben auf dem ein oder anderen Move dabei zu sein. Aber ein richtiger Trend fortsetzend, hat sich hier im Endeffekt nicht ausgebildet. Und somit steht und bleibt natürlich der Bereich 11.420 weiter dahin aktiv. Und man kann hier, ich arbeite ja sehr, sehr selten mit Trendlinien, aber man hat hier die Möglichkeit, gerade jetzt auch im DAX, wir schauen uns das Ganze natürlich jetzt auch gleich dann im S&P an, man hat jetzt hier die Möglichkeit, wirklich mal so eine Trendlinie einzuzeichnen. Ja, man hat hier so drei verschiedene Hochpunkte, die man annähernd mit einer Linie verbinden kann. Und welche für mich für die kommende Handelswoche schon durchaus auch eine gewisse Relevanz hat. Jetzt nicht, dass ich sage, ja, sobald der Markt diese Trendlinie durchschreitet, sollte man kaufen. Nein, aber wir suchen ja hier gerade in der Trading-Wochenanalyse immer so ein bisschen nach richtungsentscheidenden Hinweisen, die dafür sorgen können, dass der Markt eventuell auf der Ober- oder auf der Unterseite entsprechend dann sich wieder etwas stärker bewegt. Und da ist diese Trendlinie schon durchaus nicht ganz so uninteressant, denn wenn wir hier wieder Stärke finden sollten, wenn der Markt sich wieder nach oben bewegt, in Richtung dieser Trendlinie läuft, dann wäre schon das Bild weiterhin erstmal noch grundlegend abwärts tendierend, weil unterhalb dieser Trendlinie hat der Markt ja dann immer wieder Abwärtstendenzen gezeigt. Aber wenn wir dann hier mal durchkommen, und da kommt eben dann zum einen der Bereich 11.420, aber noch ein wenig wichtiger, Moment, entschuldigt, noch ein wenig wichtiger für die kommende Handelswoche sollte eigentlich der Bereich um die Marke 11.500 sein. Das sind 80 Punkte mehr als 11.420. Aber ihr seht, dass so auch in etwa dieser Bereich mit dieser Trendlinie einhergeht. Und ich zeichne ihn jetzt mal ein, dass hier, Moment, das ist in etwa so dieser Bereich, ja, so. Der wurde in der vergangenen Handelswoche mehrfach getestet. Wir sehen das hier, dass er am Anfang, also am Dienstag, dann diesen 500er-Bereich testete, am Mittwoch dann mal Richtung 550
dippte, und das waren auch immer so diese Tagesziele, dass der Markt eben, wenn er neue Hochs, neue Bewegungshochs hier kurz ausbaut, dass er dann eigentlich nur in das nächste Widerstandslevel läuft, dann hat er dann hier am Ende der Handelswoche zum Donnerstag wieder an dem 500er Bereich gedreht und ist schlussendlich knapp unter 11.420 zum Erliegen gekommen. Somit ist für die kommende Handelswoche nach wie vor 11.420 nicht uninteressant, aber als richtungsentscheidenden Bereich, den wir vergangene Handelswoche noch etwas höher hatten, sollte hier in der kommenden Handelswoche 11.500 interessant sein. Was da bedeutet, unterhalb dieses Bereiches ist es nach wie vor denkbar, dass Abwärtsschwünge eintreten. Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Also, dass wir hier durchaus die Möglichkeit haben, auch wenn immer wieder leichte Erholungen kommen in Richtung 11.420, knapp darüber, da haben wir noch so kleinere Widerstandsbereiche, 440, 450, wo eben der Markt natürlich auch immer wieder drehen kann. Nach wie vor natürlich Eröffnungs- und Schlusskurse sehr, sehr interessant, die man hier immer in Betracht ziehen muss. Aber so Erholungen leichter Natur, definitiv denkbar, dass der Markt hier dann wieder nach unten wegdippt. Wir haben so den Bereich 250 als durchaus realistisches Ziel. Und der Markt sollte, und wir sind ja, wenn man sich das große Bild hier anschaut, schon in irgendeiner Art und Weise abwärts tendierend. Und stärkere Sprünge sind eben auch mehr auf der Abwärtsseite hier vorhanden gewesen. Immer wieder hat der Markt auf der Abwärtsseite gedippt und gepusht. Und es ist dann durchaus denkbar, auch in der kommenden Handelswoche, dass wir wenigstens erstmal in Richtung des Unterstützungsniveaus hier in der CFD-Indikation 11.160, 11.165 auch runter in den Bereich 11.150 laufen. Wäre dann schlussendlich auch wieder nur ein leichtes Unterschreiten der aktuellen Tiefs, immer mal wieder kurz drunter schauen, dass dann der Markt aus diesem Bereich eventuell sogar wieder erstmal wieder etwas stärker nach oben läuft. Aber unterhalb von 250 wird das Abwärtsbild eigentlich charttechnisch etwas, sicherer kann man nicht sagen, aber so etwas eindeutiger. Und es ist dann eben durchaus auch denkbar, dass wir weitere Tiefs sehen. Und für die kommende Handelswoche ist es hier, das hatten wir vergangene Handelswoche auch schon angesprochen, wenn Schwäche aufkommt, definitiv die Bewegungstiefs im Bereich 11.030 in etwa. Durchaus interessant auch der 11.000er Bereich. Also wenn diese Tendenzen auf der Abwärtsseite weiter stattfinden, nicht der Bereich oben dieser Trendlinie und des 500er Bereiches nach oben durchstoßen wird, dann ist das so in etwa der Gedanke Schritt für Schritt, dass der Markt gegebenenfalls weiter Schwäche zeigt und wir Setups primär weiterhin auf der Abwärtsseite suchen sollten. So zumindest mein Gedanke zu der Abwärtsseite, und jetzt schauen wir uns die Aufwärtsseite an, und da haben wir ja im Endeffekt schon die Bereiche, die hier interessant werden. Wenn wir diese Bereiche und hier primär eigentlich mehr der Bereich um die Marke 11.500, wenn wir hier nachhaltig drüber laufen, dann denke ich, ist der Weg erneut in Richtung 11.675 frei. Auch nicht zwingend in einem Schwung, aber wenn wir dann eben die Schwünge auf der Aufwärtsseite uns immer mal anschauen und der Markt sich vielleicht in diesem Bereich kämpft, dann ist es auch nicht auszuschließen, dass wir mal so einen Schub, ja, in Richtung 11.675 wagen. Und hier oben wird es natürlich dann erneut interessant, dass dieser Bereich wurde jetzt schon zweimal getestet. Und hier ist es genauso wie hier unten unterhalb von 250, sollte so richtig Stärke reinkommen. Und da wird es natürlich auch wichtig, was machen die US-Märkte, und die haben nun mal eben Pause zum Ende der Handelswoche. Somit ist es erstmal so als Kernbereich, den der Markt gegebenenfalls anlaufen kann, 11.675. Ob hier wirklich nachhaltig extrem mehr Stärke aufkommt, ich stelle es erstmal in Klammern und würde es erstmal nicht annehmen, wenn natürlich Montag und Dienstag hier richtig Druck auf der Aufwärtsseite aufkommt und das Bild sich wirklich stark in Norden entwickelt, dann ist es natürlich auch nicht auszuschließen, dass wir dann im Laufe der Handelswoche, und der DAX, der dreht sich nun mal weiter, der läuft weiter, dass wir vielleicht dann auch weiter nach oben laufen. Aber würde ich erstmal gar nicht so annehmen. Und erstmal als kleines Zwischenziel 6,75, und dann müssen wir mal sehen, wie der sich hier verhält, ob er dann vielleicht nochmal leicht runterläuft, um dann hier in einem kleineren Unterstützungsniveau, Vorwochenhochs zum Beispiel, dann vielleicht nochmal einen Kauf bekommen, um dann hier gegebenenfalls einen nachhaltigen Bruch in Richtung 6,75 zu handeln. Ja, so, das ist das übergeordnete Bild, die übergeordneten Gedanken, die ich so erstmal für den DAX, für die kommende Handelswoche mir persönlich zurechtlege. Und ich denke, so 11.500 ist ein interessanter Bereich, der hier zwischen Long und Short grundsätzlich entscheiden sollte. Und mal gucken, wie sich das Bild dann Montag anfängt zu entwickeln. Und dann werden wir dieses Bild, diese Gedanken natürlich Tag für Tag etwas anpassen und eben schauen, wenn der Markt sich etwas stärker bewegt, natürlich die Bereiche entsprechend anpassen. Wir switchen auf den S&P.
Der hier in der vergangenen Handelswoche erstmal, wir sehen es, auch interessante Schwäche zeigt. Und das war ja auch der Gedanke, wir hatten den richtungsentscheidenden Bereich im S&P letzte Woche sehr, sehr eng gesetzt. Ja? Mit dem Gedanken, Moment, dass wir hier, wenn wir diese Stärke, die wir vorher gesehen haben, dann hier Konsolidierung, erneut Stärke, und dann haben wir hier wieder konsolidiert an einen sehr, sehr wichtigen Bereich und hatten dann zum Ende der Handelswoche hier schon wieder leichte Tendenzen nach oben gesehen. Und es war natürlich nicht auszuschließen, dass wir weiter gen Norden laufen, dass wir hier diesen wichtigen Widerstandsbereich um die Marke knapp oberhalb von 2800 nach oben durchstoßen, und dann wäre das Motto der vergangenen Handelswoche erstmal klar long, klar kaufend gewesen. Hatten den Bereich 2763 als richtungsentscheidend angesehen, und hier kam relativ schnell, relativ eindeutig mit richtig Dampf der Markt nach unten. Wir hatten Schwäche und somit ist das Long Setup sehr, sehr schnell, und es war dann auch schon so, dass in der Kernhandelswoche Zeit des S&Ps der Markt unterhalb von 2763 war, am Montag dann auch wirklich hier mit Schwäche runterkam und sich dann auch erstmal die Abwärtsseite weiter zeigte. Und das war auch der Punkt, wo ich dann eben auch Geld verdient habe. Auf der anvisierten Abwärtsseite erstmal wieder mit dem Test des 2720er Bereiches, dann ging er weiter nach unten 2700, und dann schlussendlich fand er das Tief hier im Unterstützungsbereich 2677, und von dort kam dann zum Ende der Handelswoche. Hier muss ich zugeben, dass ich nochmal zwei kleine Verlusttrades hingelegt habe am Freitag, weil einfach der Markt, ich dachte, er könnte hier nochmal so ein bisschen nach unten wegbrechen, aber das hat auf jeden Fall den guten Gewinnern hier der vergangenen Handelswoche keinen Abbruch getan. Das waren zwar nochmal zwei kleine Verlierer mit kleinerer Positionsgröße gegen das Aufwärtsmomentum, aber das kam dann nun mal, und wir haben wieder oberhalb von 2720 den Schlusskurs gefunden. Und das ist auch interessant für die kommende Handelswoche. Es ist durchaus denkbar, und ich würde hier im S&P den richtungsentscheidenden Bereich, das hatten wir vorletzte Handelswoche schon, oder vorvorletzte, ich weiß es gar nicht genau, dass wir diesen Bereich hier auch wieder relativ nah am Schlusskurs, diesen Bereich als richtungsentscheidend ansehen. Wenn wir darüber bleiben, weitere Aufwärtstendenzen, allerdings wird es hier im S&P so ein bisschen tricky, da wir natürlich weiterhin 2763 als nicht so unrelevanten Bereich haben. Aber hier kann es durchaus sein, dass wir erstmal diesen Bereich anlaufen, und dann wird sich hier oben in dem Bereich 2763 das Ganze nochmals entscheiden. Somit würde ich erstmal vorsichtig davon ausgehen, dass es durchaus denkbar ist, dass der S&P sich hier vielleicht auch nochmal nach einer leichten Konsolidierung in Richtung des 2763er Bereiches durchaus bewegen könnte. Und hier müssen wir dann schauen, durchaus auch wieder denkbar, dass wir hier wieder konsolidieren aus diesem Bereich. Dann wird es natürlich mit der Unterstützung 2740, 2737, was ja dann sogar auch in etwa der Schlusskursbereich der Woche ist. Hier wird es dann interessant, könnte sich der Markt durchaus weiter gen Norden bewegen, dann den Widerstandsbereich durchkämpfen, um dann weiter zu steigen. Aber hier ist ja definitiv Feiertag. Die komplette Handelswoche ist für viele Händler Feiertag. Thanksgiving, ein Riesenevent in Amerika. Sprich, es sind wirklich diverse Teilnehmer, die gar nicht da sind. Somit heißt diese komplette Thanksgiving-Woche durchaus im Durchschnitt weniger Volumen, weniger Händler, kann bedeuten weniger Bewegung. Und das ist jetzt hier auch die Herangehensweise, dass eventuell diese nahen Bereiche einfach nur abgearbeitet werden und so richtige Schwünge erst gar nicht auftreten. Wenn sie auftreten, werden wir darauf reagieren, werden wir das Ganze einordnen. Aber ich bin hier erstmal konservativer mit den Bewegungen, und das sollte man natürlich dann auch so ein wenig wenigstens im DAX mit berücksichtigen. Unterhalb des Bereiches, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, 2720, würde das ganze Bild etwas mehr wieder für die Abwärtsseite sprechen. Für die letzte Kernbewegung, die hier stattgefunden hat, hier diese Aufwärtsbewegung, ist ja immer noch ein Zurückerobern, der Versuch des Zurückeroberns dieser letzten Kernbewegung unterhalb von 2720 wäre wieder der Fokus etwas stärker auf der Abwärtsseite. Wir kennen die Unterstützungen 2700 bzw. 2677, die Vorwochentiefs knapp darunter. Das sind alles realistisch zu erreichende Bereiche, und hier dann auf der Abwärtsseite gegebenenfalls sogar eben auch nochmal ein neues Bewegungstiefs in Richtung 2660, was dann wieder so ein nächstes Zwischenunterstützungsniveau ist. Also ich würde hier wirklich unterhalb von 2720 versuchen, wieder primär auf die Abwärtsseite zu setzen, mehr am Nachmittag natürlich.
hier bis zum Mittwoch und dann wird es gegebenenfalls ruhiger hier im S&P und auf der Aufwärtsseite entsprechend mit den Zielen, die wir jetzt hier besprochen haben, dann entsprechend die Aufwärtsseite, allerdings hier oben eben noch mit dem Gedanken, wenn wir zum Beispiel an 2763 laufen, dass man es auch durchaus hier oben, obwohl der Bereich mehr für die Long-Seite spricht, durchaus hier versuchen kann, auch mal antizyklisch gegen diese kurzfristige Aufwärtsbewegung dann mal es mit der Short-Seite aufzunehmen und diese dann gegebenenfalls auch mal zu versuchen. Blicken wir auf den Euro-US-Dollar, der auch zum Handelsstart erstmal in unsere Richtung lief, allerdings den Bereich 1,20 in etwa hier testete, nicht ganz in das, oder nicht mal ganz testete, sondern kurz davor schon drehte, nicht ganz in den Bereich, in den Unterstützungsbereich 1,1193 lief, sondern hier eben vorher schon drehte, um dann wieder in den richtungsentscheidenden Bereich zu laufen, hier nochmal Reaktion zeigte, um dann im Endeffekt Stärke zu sehen. Und da ist es wichtig, hier zeigt es sich erneut, einmal mehr, der Euro-US-Dollar ist und war in den vergangenen Monaten sehr, sehr choppy. Was da bedeutete, und das haben wir auch immer wieder angesprochen, das sind auch immer wieder Gedanken, die man eben im Hinterkopf behalten soll. Das sind saubere Trendbewegungen. Saubere, schöne Abläufe in eine Richtung, die man natürlich wunderbar in Geld umsetzen kann. Schauen wir uns das Ganze hier an. Wir sind auch abwärts tendierend, aber immer wieder mit stärkeren Rücksetzern, auch in den Bewegungen immer wieder stärkere Rücksetzer. Und das ist eine ganz andere Amplitude als hier diese saubere Bewegung auf der Abwärtsseite, was das Handeln natürlich nicht einfacher macht. Man muss seine Aggressivität anpassen, man muss eben schauen, dass man eben andere, nicht ganz so aggressive Einstiegssetups sucht, um dann wenigstens eben Trades Break-Even zu schließen oder leicht im Profit zu schließen oder eben nur leicht im Verlust zu schließen, denn der Markt bewegt sich choppy, der Markt bewegt sich teilweise extrem seitlich, hat schnelle Richtungswechsel und das zeigt eben die vergangene Handelswoche dann auch. Wir hatten ja hier diese ewige Seitwärtszone, sind jetzt hier unten so ein bisschen im Short-Modus, aber eben sehr, sehr choppy durch diese Richtungswechsel, durch diese schnellen Richtungswechsel und die doch verhältnismäßig immer wieder recht starken Läufe auf der Gegenseite. Und man kann hier jetzt im Euro-US-Dollar, und das ist ähnlich im Gold, was wir uns ja gleich anschauen werden, schaut mal, man kann jetzt hier auch wieder so die Hoch- und Tiefpunkte mehr oder weniger miteinander verbinden und man sieht, dass der Euro-US-Dollar sich mehr oder weniger in einem Kanal befindet. Er befindet sich in einem Abwärtskanal, der auf der Oberseite getestet wird, dann läuft der Markt zur Unterseite, dann läuft er wieder zur Oberseite, er läuft wieder zur Unterseite. Und wir sind aktuell, wenn man hier mal vorsichtig auf diesen Kanal blickt, der jetzt für mich nicht rein als entscheidender Punkt gilt, aber ein kleines Puzzleteil wäre für die kommende Handelswoche, wenn hier der Markt in diesem Kanal bleibt, sind wir aktuell erneut reif für einen Move nach unten. Und das, denke ich, ist auch generell nicht auszuschließen, da wir ja jetzt hier schon gerade am Freitag recht stark im Gen Norden pushten, dass wir gegebenenfalls hier erstmal in irgendeiner Art und Weise Reaktion sehen. Ich denke, und das sind ja immer nur Annahmen, ganz wichtig an dieser Stelle, das sind keine Prophezeiungen, das wird so passieren, sondern immer nur Annahmen, die ich mir persönlich so ein bisschen zurechtlege. Wir hatten den richtungsentscheidenden Bereich für die vergangene Handelswoche ja hier unten, dass eben der Push nach unten weiter gen Süden führt und dann hier eben ein Überschreiten führte dazu, dass wir schon sehr, sehr vorsichtig waren, hier überhaupt noch Trades zu machen und erst recht eben mit der Abwärtsseite etwas vorsichtiger wurden und ich dann auch gesagt habe, 1,1425 ist durchaus realistisch anlaufbar. Und jetzt ist der Bereich, den wir vergangene Handelswoche angenommen haben, 1,13, würde ich schon wieder so ein Stück weit höher legen. 1,1330 hatten wir dann auch schon des Öfteren immer wieder im Gespräch, dass zum Beispiel jetzt hier mit dem Widerstand 1,1425 mit dem oberen Kanalende, dass jetzt hier erstmal eine Reaktion erneut in Richtung 1,1330 stattfindet. Und hier sich dann das Bild entscheidet. Entweder wird der Markt weiter schwächer, ja, und der Markt pusht nach unten und nimmt erneut mehr die Abwärtsseite auf in Richtung der Tiefs in etwa 1,12. Das würde ich so erstmal als Ziel annehmen, denn auch die Währungen sind natürlich abhängig von den Händlern aus den USA. Und auch hier kann es sein, dass wir in der kommenden Handelswoche dann nicht so nennenswert aktiv oder stark aktiv sind. Und schaut euch diese Bewegung an. Wenn wir uns die Bewegungen aus den vergangenen Handelswochen anschauen, dann passt das auf jeden Fall auch in das Bild der Volatilität, der durchschnittlichen Wochenvolatilität.
Volatilität. Und somit ist so das Bewegungstief oder vielleicht ein leichtes Unterschreiten wäre schon durchaus realistisch, wenn wir erneut unter 13,30 laufen. Somit ist hier der entscheidende Bereich natürlich denkbar, auch für einen Kauf, denn oberhalb ist es dann eben möglich, dass wir uns doch für die Aufwärtsseite entscheiden. Der Markt hier dann eben Anlauf nimmt, um diese Trendkanal nach oben zu durchschreiten. Und dann wird es durchaus wirklich interessant, dass der Markt in den Bereich 1,1530, und das ist wirklich der markante oder einer der markantesten Bereiche aus den letzten Monaten, denn dieses war die untere Begrenzung dieser sehr, sehr lange laufenden Seitwärtsschiebezone. Und das ist durchaus denkbar erreichbar. Wir machen mal das ganz große Bild. Wir haben hier grundsätzlich, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Wir haben ja hier grundsätzlich eine Abwärtstendenz. Wir hatten eine Erholung. Wir hatten eine Abwärtstendenz. Wir hätten hier vielleicht dann wieder eine Erholung, um dann hier weiter abwärts zu tendieren. Also das, so wie es jetzt rot eingezeichnet ist, wäre für das ganz übergeordnete Abwärtsbild noch kein Beinbruch. Aber ich denke, dass das dann wirklich auch das Ende der Fahnenstange sein sollte, da dieser Bereich wirklich in der Vergangenheit extrem wichtig war, extrem oft angelaufen wurde, extrem oft getestet wurde und somit der Bereich eben auch jetzt extrem wichtig sein sollte und als nächster richtungsentscheidender Bereich im Raum steht, übergeordneter Natur, und eine Aufwärtsbewegung in diesem Bereich durchaus denkbar ist, auch in die grobe Wochenschwankung reinpassen würde. Und hier oben müssen wir dann wirklich wieder neu entscheiden, schauen, wie reagiert der Markt. Reagiert er gegebenenfalls gen Süden, nimmt übergeordnet die Abwärtsseite vielleicht wieder auf. Das ist jetzt wirklich ein ganz grobes Bild. Ja, aber wir haben jetzt die Trendlinien hier eingezeichnet. Wir haben eben den Gedanken, okay, wann wäre hier wieder es mehr interessant, auf der Abwärtsseite zu pushen, und zwar unter 13,30. Und wann wäre es gegebenenfalls interessant, hier auf einen Break dieses Kanals zu setzen, dass es wieder erneut in Richtung 15,30 geht. Und da sieht man, dass dieser Bereich, wir sind ja aktuell hier schon im 14,30er Bereich, lediglich 100 Ticks entfernt ist. Aber wir sind nach wie vor zwar leicht steigend, aber nicht nennenswert steigend in der täglichen ATR, und diese Abarbeitung der täglichen Schwankungen in etwa so 60, 70 Ticks am Tag, wenn wir das so Schritt für Schritt aneinander reihen, dann ist hier auch im 15,30er Bereich das erstmal definitiv ein realistischer Bereich, aber hier sollte dann so ein bisschen die Bremse eintreten. Und das ist so der grobe Blick auf den Euro-US-Dollar. Was ich am liebsten handeln wollen würde, wäre erneut weiterhin die Abwärtsseite. Also wenn wir den 13,30er Bereich hier nach unten durchschreiten, dass man dann darauf aufsetzt, dass hier eventuell weitere Tiefs bzw. die Reise Richtung der Bewegungstiefs stattfindet. Also das so der grobe Gedanke zum Euro-US-Dollar und eben das Blick aufs Big Picture. Gehen wir abschließend auf den Goldpreis. Und hier ist das so ein wenig ähnlich. Also wir müssen hier allerdings wieder so ein bisschen ausholen, denn genau das, was ich in der vergangenen Handelswoche hier so ein bisschen erwähnt hatte, ist im Endeffekt eingetreten. Wir hatten ja ganz, ganz lange 12,06 bis 11,94. Das war ein Bereich, der sehr, sehr lange seitwärts tendierend war. Immer mal kurz mit Ausreißern nach oben und nach unten. Aber in diesem Bereich hat hier der Kernhandel stattgefunden. Und ich sagte in der vergangenen Handelswoche, wir haben erstmal diesen Bereich 12,20 als richtungsentscheidend. Erst wenn wir darüber laufen, wäre es wieder interessant, gegebenenfalls an Käufe zu denken. Er kam schlussendlich erst am Freitag fast zum Handelsschluss, kam er über diesen Bereich. Er kam mit Schmackes dadurch, und wir hatten hier in den Livestreams entsprechend auch mal ein Trade-Setup entwickelt, was auf diesen Sprung nach oben setzte, wo dann eben auch Geld verdient werden konnte, allerdings auf kleinerem Bild. Und wir sind jetzt hier erneut zwar im Long-Modus, wir sind aber ähnlich wie im Euro-US-Dollar, das sagte ich ja gerade schon, wir sind hier, oder wir können hier auch im Gold eine Trendlinie einzeichnen. Und somit ist so die Herangehensweise, wie ich sie eben im Euro-US-Dollar beschrieben habe, in Gold fast ähnlich. Es ist hier nicht auszuschließen, dass dieser Bruch dieser Trendlinie in Richtung erneut 12,41 durchaus stattfinden kann. Auch hier Gold natürlich abhängig der US-Märkte, beziehungsweise abhängig auch ein wenig natürlich der US-Händler, die nochmals erwähnt natürlich im Feiertagsmodus so ein wenig sind in der kommenden Handelswoche. Aber das ist hier ein wichtiger Bereich. Und ich würde hier den richtungsentscheidenden Bereich auch ein wenig anpassen wollen,
Ich mache das nachher im Nachhinein, dass wir nächste Woche dann auch wissen, was wir hier besprochen haben. Mach das nachher na dann auch noch. Nur das ist jetzt immer so ein bisschen umständlicher. Ich zeichne es lieber ein, das geht schneller. 12,16, also knapp darunter, unter 12,20, sollte so ein bisschen richtungsentscheidend sein. Somit ein leichter Rücksetzer in diesem Bereich. Es wird jetzt ein bisschen tricky hier mit dem Einzeichnen. So leichte Rücksetzer nochmal nach unten, um dann Anlauf zu nehmen nach oben. Wäre so erstmal so der grobe Gedanke. Ja, somit Long-Ideen oberhalb von 12,16 durchaus vertretbar. Der Gedanke war ja aber auch in der vergangenen Handelswoche und das hat dann auch kurzzeitig funktioniert. Erst stoppte der Markt im Bereich 12,06, 12,05, stoppte dann hier unten im unteren Bereich, um dann wieder Stärke zu finden. Alles, was hier drunter stattfindet, ist natürlich dann zum einen aber vorsichtig, weil der Bereich hier unten gefällt mir erstmal nicht so. Aber es wird für diese Handelswoche natürlich dann so ein bisschen interessanter schon dann auch unterhalb von 12,16, Moment, unterhalb von 12,16 dann auch nochmal wieder schon auf einen Rücksetzer zu setzen, auf einen Durchlauf in Richtung 11,94 zu setzen, beziehungsweise dass ich nicht nur zwingend in der kompletten nächsten Handelswoche, sondern auch vielleicht mit dem Weitblick in die nächsten 1, 2, 3 Wochen, dass hier diese grundlegende Abwärtstendenz sich gegebenenfalls dann doch wieder nach unten weiter fortsetzt. Abwärts, Erholung. Und wir starten ja jetzt hier übergeordnet mit einer Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Und diese kann sich natürlich, wenn wir hier so in diesem Muster bleiben, nicht nennenswert über diese Trendlinie laufen, nicht nennenswert hier Stärke finden, kann sich dieses Muster natürlich weiterhin entwickeln. Und somit ist natürlich dann jetzt, in der vergangenen Handelswoche habe ich das nicht so gesehen, die Abwärtstendenz unterhalb von 12,16 etwas interessanter und ich würde dann auch schauen, dass ich gegebenenfalls hier vielleicht mal auf ein Abwärts-Setup setze, vielleicht sogar im Swing Trading, das muss ich mir anschauen, um hier die Position gegebenenfalls etwas länger zu reiten, um hier dann eben auch dem so ein bisschen vorzugreifen, dass eben Feiertag ist und dort die Märkte ja etwas langsamer tendieren, aber vielleicht so langsam in Trendrichtung dümpeln, die Position sich positiv entwickelt und mal schauen, was man da gegebenenfalls draus machen kann, wenn das so funktioniert. Aber das wäre so mein Gedanke und wie gesagt, die Long-Seite, da kommt einfach der Bereich, der ist nicht so sehr unwichtig, 12,41 als realistisch nochmals zum Anlaufen. Viel höher würde ich jetzt erstmal gar nicht davon ausgehen. Auch natürlich immer wieder ad hoc müssen wir da drauf schauen in den täglichen Livestreams. Aber ich würde erstmal gar nicht großartig mehr als 12,41 als Ziel auf der Nordseite ausgehen, wenn hier weiter Stärke reinkommt. Wenn sich der Markt hier nach leichten Konsolidierung gen Norden weiterentwickelt. Und dann kann man natürlich hier auch vorsichtig mal auf Aufwärtsbewegungen setzen. Allerdings muss man sagen, dass sich die Abwärtsseite grundlegend einfacher gehandelt hätte, beziehungsweise teilweise auch kurzfristig gemacht hat als die Aufwärtsbewegung. Denn hier schaut man diese Shopee-Aufwärtsbewegung in Richtung, die er da abgearbeitet hat, in Richtung 12,41. Das war extrem Shopee. Ja, dieses Hin und Her hier. Und das kann genau oder ähnlich dann auch hier funktionieren. Somit auch definitiv, wenn dann konservativ handeln, wirklich nennenswerte Rücksetzer abwarten, keine Breakouts handeln auf der Nordseite, weil wenn sich da nicht markant was ausbildet, wie es in der vergangenen Handelswoche hier im Bereich 12,16 war, mit dem Rutsch dann in Richtung 12,20 und höher, wenn sich da nicht markante Situationen bilden, würde ich keine Breakouts handeln oder nicht irgendwie diese aggressive Art des Einstiegs wählen, sondern immer auf entsprechende Rücksetzer warten und schaut mal, wenn man das hier in dieser Aufwärtsbewegung getan hat, dann hätte man trotzdem trotz diesen Shopee-Bewegungen Geld verdienen können und mit Breakouts kam der Markt einfach immer sehr schnell wieder zurück und das führt natürlich dann dazu, dass man schnell ausgestoppt wird. Also wenn long, dann konservativ, das Ziel steht fest und hier unten kann man durchaus leicht aggressiver shorten, würde hier auch mit aggressiven Breakouts oder Momentum-Bewegungen, die da eintreten, man springt sehr, sehr spät erst auf das Momentum rauf, würde ich ebenfalls nicht machen, aber die Handelsaktivität wird sich gegebenenfalls auf jeden Fall hier drunter etwas stärker zeigen als hier oben auf der Long-Seite. Das soll es für die Trading-Wochenanalyse Kalenderwoche 47 gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr entsprechend dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr eben euch auf der wot.jfdbrokers.com Website hier für die WOT anmeldet, wenn wir uns dort sehen. Ich würde mich freuen, auch mal den einen oder anderen von denjenigen, die hier diese Analyse hören, die generell in den Livestreams mit dabei sind, dann auch mal persönlich kennenzulernen. Ich bin da jeden Tag quasi vorhanden. Sprecht mich gerne an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch Good Trades im Megatrading für die kommende Handelswoche und wir hören uns in den täglichen Livestreams. Ich werde dann auch sagen, wenn ich auf dem Weg Richtung WOT bin, welcher eventuell ausfällt, wenn ich dann auf der Autobahn bin. Aber aufgrund des Feiertages in den USA ist das dann ja auch nicht so schlimm. In diesem
diesem Sinne, nochmals Good Trades und Megatrading. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.